Hallo zusammen und danke fürs Einschalten. Heute habe ich keine Handtasche für euch im Gepäck, sondern ich zeige euch, wie ihr diese tollen Häkelsocken ganz einfach selber machen könnt. Hier seht ihr einmal, welche Wolle ich verwendet habe. Hier einmal die Details in Nahaufnahme. Und ich arbeite mit einer 3,5 mm Häkelnadel. Da es natürlich unterschiedliche Größen gibt, werde ich euch an dieser tollen Zeichnung von einem Fuß zeigen, wie ihr Maß nehmt. Als erstes häkeln wir Luftmaschen, so lange, bis ihr sie locker, wie hier gezeigt, um euer Bein legen könnt. Oberhalb vom Knöchel. Sobald ihr diese Länge erreicht habt, schließt ihr den Kreis wie folgt und häkelt weiter normale feste Maschen. So macht ihr nun einfach Runde um Runde weiter, bis ihr euren Knöchel erreicht habt. Und zwar wie folgt. Diese Strecke hier. Ist maßgeblich. Das heißt, wenn ihr einen Rand machen wollt wie ich, müsst ihr noch ein paar Reihen hinzufügen, sodass ihr es einmal umklappen könnt, so wie hier. Das lose Garnende verschwindet bei mir einfach unter dem Rand. So sieht das Ganze nun aus. Wie ihr seht, habe ich ein paar Reihen hinzugefügt, sodass ich es schön umklappen kann. Und das lose Garnende verschwindet unter dem Rand. Jetzt bildet der Knöchel wieder unser Maß. Da wir jetzt anfangen, einmal die Ferse zu häkeln. Diesen Teil hier. Wie ihr seht, ändert sich da das Schema etwas. Und Maß nehmt ihr unter eurem Knöchel bis zur anderen Seite unterhalb eurem Knöchel. Diese Strecke häkeln wir nun. Und zwar, indem wir jetzt das Muster ändern, indem wir eine Luftmasche häkeln. Umdrehen und dann einfach feste Maschen zurückhäkeln. Wie gesagt, bis ihr unterhalb eures Knöchels auf der
anderen Seite seid. So sollte das Ganze dann aussehen. Und ihr stoppt, bevor ihr eure Ferse erreicht, also bevor es in die Rundung geht unter euren Fuß. So sieht das Ganze bei mir nun aus. Das ist die erste Reihe. Ich zeige euch nochmal den Wechsel zur nächsten Reihe. Wir machen hier wieder eine Luftmasche und häkeln feste Maschen wieder zurück. Hier habe ich nun die richtige Länge erreicht. Und nun gehen wir dazu über, die Rundung unserer Ferse zu häkeln. Also dieses kleine Stück hier. Wir müssen also die Reihen, die wir häkeln, verkleinern. Das seht ihr hier ganz schön. Das ist die Rundung und die Reihen, die wir häkeln, werden kürzer. Wir machen also wieder eine Luftmasche am Ende der Reihe, drehen um, häkeln zurück, bevor wir aber die Spitze erreichen, deshalb habe ich es gerade so zusammengedrückt, fangen wir an, Maschen zu überspringen. Hier kommt es tatsächlich etwas auf Augenmaß an. Sprich, ich bin jetzt hier in der Spitze angekommen oder vor der Spitze angekommen und überspringe jetzt einzelne Maschen. Und nochmal da. Müsste ich einstechen, wenn ich eine normale feste Masche häkel. Ich überspringe diese Masche aber und steche in die übernächste Masche ein. Und nochmal, nicht in die, sondern in die übernächste Masche. Und anschließend häkle ich weiter normale feste Maschen. Ihr seht bereits, wie sich die Reihe nach innen biegt. So machen wir nun also weiter. Das heißt, ich mache jetzt hier wieder eine Luftmasche, drehe um, häkel normale feste Maschen zurück. Und in der Spitze werde ich wieder einige Maschen überspringen.
So. In die übernächste steche ich hier ein. Und nochmal nicht in die, sondern in die übernächste Masche. Und ein letztes Mal in die übernächste Masche. Und anschließend täglich wieder normale feste Maschen zurück. Ihr seht also, es hat sich noch ein Stück weiter zusammengebogen und die beiden Seiten nähern sich an. Wir machen jetzt wieder eine Luftmasche. Und häkeln feste Maschen zurück. Sobald sich die beiden Seiten berühren, was bei mir jetzt der Fall ist, arbeiten wir weiter mit sogenannten Kettmaschen und nähen damit die beiden Seiten zusammen. Das geht wie folgt. Ihr stecht auf der anderen Seite durch die Masche durch, zieht den Faden einmal durch und direkt auch durch die Schlaufe auf eurer Nadel. Jetzt habe ich mich hier verheddert. Na. So. Jetzt stecht ihr auf beiden Seiten einmal durch die Masche durch. Greift den Faden und zieht ihn durch beide Teile und die Schlaufe auf eurer Nadel durch. Das hat jetzt nicht geklappt. Durch das erste Teil, durch das zweite Teil und durch die Schlaufe auf eurer Nadel. Und so macht ihr nun weiter, bis ihr am Ende angekommen seid. Nachdem ihr die Kettmaschen beendet habt, macht ihr weiter mit normalen festen Maschen, indem ihr in diese Schlaufe links von der Nadel einstecht
und einfach feste Maschen häkelt. Hier nochmal in Großaufnahme. Es kann auch mal etwas schwieriger sein, unter der Masche durchzustechen, wie ihr seht. So, und sobald wir in der Ecke angekommen sind, überspringen wir nochmal eine Masche. Das machen wir aber tatsächlich nur in dieser allerersten Runde. Einmal in dieser Ecke und in der anderen Ecke. So, das hier meine ich mit Ecke. Hier überspringen wir also auch eine Masche. Wie gesagt, das macht ihr nur in der ersten Runde. Einmal auf jeder Seite und anschließend häkelt ihr einfach Runde um Runde weiter und stoppt, wenn ihr an euren Zehen angelangt seid. Ihr stoppt, sobald eure Socke bei euren Zehen angekommen ist. Also da, wo der Strich ist. Und Zehen bilden dann wieder so eine Kurve, was bedeutet, dass wir die Runden verkleinern müssen, um diese Kurve abzubilden. Das seht ihr hier. Das ist mein rechter Fuß, daher geht die Kurve in diese Richtung. Mein linker Fuß, da muss die Kurve jetzt natürlich in die andere Richtung gehen. Sprich, dort, wo sich euer kleiner Zeh befindet, fangt ihr jetzt an, Maschen zu überspringen. Weil es auch hier unterschiedliche Fußformen natürlich gibt, macht ihr das auch am besten immer, nachdem ihr anprobiert habt. Wenn ihr eine stark abfallende Kurve machen wollt, überspringt ihr zweimal Maschen, so wie ich hier gerade mache. Zweimal nacheinander. Wenn ihr nur eine etwas leichter abfallende Kurve machen möchtet, dann überspringt ihr nur eine Masche pro Runde. Und die restliche Runde häkelt ihr einfach weiter normale feste Maschen. Hier seht ihr, die erste leichte Biegung. Ich bin also wieder links außen an meinem linken Fuß und zeige euch jetzt nochmal, wie ich Maschen überspringe. Und ein zweites Mal, um hier diese Biegung meiner Zehen auszuarbeiten. Anschließend häkelt ihr dann weiter normale feste Maschen. So sollte das Ganze nun aussehen. Sobald eure Socke nun wieder lang genug ist, alle Zehen bedeckt sind und ihr möchtet, dass sich eure Socke nun schließt, fangt ihr an, mehr Maschen zu überspringen. Hier habe ich gerade die erste übersprungen.
Und auf der Seite überspringe ich nun ebenfalls Maschen. Sprich, ihr macht nun also so weiter, dass ihr auf den Längen, also über und unter euren Zehen, feste Maschen häkelt und an den Seiten jeweils Maschen überspringt, sodass die Reihen immer kürzer werden. Hier werde ich jetzt wieder überspringen. Und ihr seht schon, die Socke schließt sich immer weiter. Und nochmal überspringen. Und jetzt wieder normale feste Maschen. Wenn ihr konsequent so weitermacht, wird es irgendwann zwangsläufig so aussehen wie bei mir hier. Und dann könnt ihr den Rest entweder vernähen oder mit ein paar letzten Stichen komplett schließen. Den Faden kann man dann einfach abschneiden. Einmal durchziehen. Und dann vernähen, indem man ihn einfach zwischen den Maschen durchzieht. Ich hoffe, euch gefallen eure neuen Socken. Wenn euch das Tutorial gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt mir gerne einen Kommentar.